Liebe Zuschauer, gleich bei uns im Interview der österreichische Politiker der FPÖ und Abgeordneter im Nationalrat Gerald Hauser zusammen mit Dr. Hannes Strasser. Die beiden haben ein Buch geschrieben und die Schwurbler hatten doch recht, der Corona-Faktencheck. Wir werden aus diesem Buch berichten, wir werden Fragen stellen, wir überlassen es dem Zuschauer, hier eigene Schlüsse zu ziehen und Erkenntnisse zu haben. Denn wie gewohnt schreiben wir nichts vor. Es bleibt Ihrer freien Meinung und Überzeugung überlassen, wie Sie damit umgehen. Seien Sie gespannt auf das Interview. Liebe Zuschauer, Sie haben es im Vorspann gesehen und die Schwurbler hatten doch recht. Der Corona-Faktencheck. Darüber unterhalten wir uns mit Gerald Hauser. Gerald Hauser ist Abgeordneter zum Nationalrat in der FPÖ in Österreich und wir begrüßen Dr. Johannes Strasser ebenfalls in Österreich. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Grüß Gott. Grüß dich, Peter. Ja, mit Interesse haben wir das Buch nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern wirklich gelesen. Ich fand auch, und ihr gestattet mir das kurze, die kurzen ein, kurze Bemerkung, von Herbert Kickl das Vorwort sehr gut, auch wenn es den Mächtigen und ihren Netzwerken ganz und gar nicht gefällt. Die Nachwehen und die Ursachen der freiheits- und gesundheitlichen Corona-Politik der Bundesregierung und ihrer Handlung werden uns alle noch lange beschäftigen. Das Ergebnis ist eine schonungslose Offenlegung der Manipulation der eigenen Bevölkerung und der Mächtigen. Liebe Zuschauer, das ist dieses Buch. Und zum Schluss heißt es, der nächste Schritt muss dann die Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns sein, bis es Gerechtigkeit für die vielen Opfer gibt und die politisch Verantwortlichen für diesen unglaublichen Übergriff auf Souveränität zur Rechenschaft gezogen werden. Und das, liebe Zuschauer, betrifft ja nicht nur die Republik Österreich, sondern Deutschland und sicherlich auch in der ganzen Welt, was wir hier erleben. Ja, was hat euch dazu gebracht? Herr Dr. Strasser, warum haben Sie dieses Buch mitgeschrieben? Warum haben Sie mitgewirkt? Ganz einfach, wir haben ja vor einem Jahr unser erstes Buch veröffentlicht. Das war ein sehr großer Erfolg, hat sehr viele Leser gefunden. Und wir haben uns daher schon im Sommer entschlossen, das zweite Buch zu folgen. Und gedacht war dieses Buch so als Faktencheck, und zwar als wirklicher Faktencheck. Wir haben also die Aussagen der Regierungspolitik, der Mainstream-Medien genommen und haben sie gecheckt, ob diese stimmen. Und wenn man sich die Literatur genau durchliest, die wissenschaftliche Literatur, dann sieht man sehr, sehr viele Publikationen, die zeigen, dass sehr viel was von dem, was da behauptet wurde, falsch ist. Leider. Gerald, wir haben hier mal ein paar Highlights herausgenommen, die Überschriften. Mit einer Pandemie hat keiner gerechnet. Merkwürdig, bei uns hatten wir schon mal diese Fallthese im Bundestag durchgespielt, hat keiner gerechnet. Merkwürdig, also Österreich und Deutschland haben ja da doch Parallelen. Ist viel gefährlicher als eine Grippe. Covid-19-Antigentests sind sicher und genau. Gerald, du hast es mit untersucht. War deine Erkenntnis erschreckend für dich? Das war deswegen nicht erschreckend, weil Dr. Strasser und ich, wir uns seit 2,5 Jahren intensiv mit dieser desaströsen Corona-Politik der Systemparteien beschäftigen und tragischerweise auch des Mainstreams. Es gibt ja wenig ehrliche, faire Medien. Hallo Meinung gehört dankenswerterweise dazu, wo auch wir als sogenannte Schwurbler die Möglichkeit haben, eben die andere Seite aufzuzeigen. In unserem Buch ist es darum gegangen, die Narrative, die falschen Behauptungen der Systemparteien, der Regierungen und der Systemmedien aufzuzeigen und zu widerlegen. Ich selber habe in einer parlamentarischen Anfrage und damit den Antworten aufzeigen können, was ja an sich eh bekannt war, dass diese sogenannte Pandemie vorbereitet wurde. Ich habe in meiner Anfrage Fragen an sämtliche österreichische Minister wie auch den Bundeskanzler gestellt, ob sie das wissen. Und Thomas Röpper hat in seinem Buch Corona Insight die vier Phasen dieser Vorbereitung aufgezeigt. Erste Phase war Schweinegrippe. Im Jahr 2009 hat die Verimpfung der Schweinegrippe-Impfung überhaupt nicht funktioniert. Die Menschen haben diese Impfung nicht angenommen. Die Pharmaindustrie ist auf Millionen von Impfstoffen sitzen geblieben und sie hat gesagt, das passiert uns kein zweites Mal. Nach dieser Phase hat die Pharmaindustrie analysiert, was ist denn falsch und fehlgelaufen? Wieso haben sich die Menschen nicht impfen lassen? Um das jetzt kurz zu fassen, der Output war, man muss Angst produzieren, deswegen wurde am
13. März 2020 weltweit über die WHO, separates Thema, auch ein Instrument der Mächtigen, die weltweite Pandemie ausgerufen. Weltweite Pandemie bedeutet Angst und Schrecken. Ja, die Menschen wurden in Angst versetzt. Das war die dritte Erkenntnis. Man muss im Vorfeld unglaublich viel Angst produzieren. Bundeskanzler Kurz hat gesagt, und jeder wird in seinem Umfeld jemanden kennen, der tot ist. Ja, es wird 100.000 Tote allein in Österreich geben und so weiter. Ja, und das war das Konglomerat Angst, weltweite Pandemie, damit die Pharmaindustrie so erfolgreich unter Anführungszeichen ihre Impfung verimpfen konnte. Ich selber, und das habe ich im ersten Buch aufgezeigt, raus aus dem Corona-Chaos, übrigens auch ein Bestseller, ich selbst bin ja auch ein Betrogener. Ich wurde ja auch getäuscht. Ich hatte schweren Krebs im Jahr 2009, 2010 hatte ich eine Stammzellentherapie und meine behandelnden Ärzte haben gesagt, Gerald, wenn du dich nicht impfen lässt und den Virus aufschnappst, dann wirst du zu 20% sterben. Ich wollte mich nie impfen lassen, aber mir ist genau das passiert, was unglaublich vielen Menschen passiert ist. Ärzte, andere Persönlichkeiten haben gesagt, es hilft nur impfen, impfen, impfen. Ich habe mich einmal impfen gelassen. Ich hatte meine Nebenwirkungen und das war der Startschuss für nicht nur für das erste, sondern auch für das zweite Buch. Das heißt, die Geimpften sind ja nicht unsere Gegner. Sie sind so wie ich auch betrogen worden, weil die Impfung nicht ansatzweise so wirkt, wie man das versprochen hat. So, jetzt habe ich diese Anfrage zur Vorbereitung der Pandemie im österreichischen Parlament eingebracht, aufbauend auf den Fakten, die man übrigens alle im Internet googeln kann. Ja, die Antwort bis auf eine Minister war unisono dieselbe. Sie haben gesagt, oh, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Der Hauser behauptet Sachen, das ist alles nur Schwachsinn. Ja? Die Grünen wollten mir das Anfragerecht im österreichischen Parlament nehmen und haben die Minister aufgefordert, diese Fragen überhaupt nicht zu beantworten, weil meine Fragen eine Schande sind. So, und jetzt hat es aber einen Minister gegeben, der Minister Kahner, der mir wie folgt geantwortet hat. Jawohl. Es hat Planspiele gegeben und im Zuge dieser Planspiele, die er aufgezählt hat, Event 201 und so weiter, alles im Buch aufgelistet, wurde natürlich die Pandemie simuliert. Na bumm, ein Minister in Österreich hat mir genau das beantwortet, wovon ich im Vorfeld von den Systemmedien fürchterlich durch den Kakao gezogen wurde. Ich wurde als Schwurbler bezeichnet. Wie kann ein FPÖ-Politiker behaupten, dass man eine Pandemie vorbereitet etc.? Alles bestätigt, alles auf den Punkt gebracht. Also das ist ein großes Thema von mir, wo ich also mittlerweile bestätigt durch eine parlamentarische Anfragebeantwortung alles festgehalten in diesem Buch und die Schwurbler hatten doch recht, wo ich felsenfest behaupten konnte, diese sogenannte Pandemie wurde vorbereitet. Ja, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Ne? Das war, und jetzt, Herr Dr. Strasser, wir haben das erlebt, Gerald Hauser hat davon gesprochen, das Thema Schweinegrippe. Wir hatten seinerzeit schwere Nebenwirkungen. Sie sind in dem Fachbereich mit unterwegs, Thema Narkolepsie. Die WHO hat seinerzeit in ähnlicher Form PR-Maßnahmen unternommen, wie es dann auch jetzt zu Corona-Zeiten der Fall war. Man hat im Grunde genommen ähnliche Planspiele und ähnliche medienwirksame Konstellationen geschaffen im Vorfeld, wie wir es jetzt erlebt haben. Sie sind Mediziner. Wenn wir jetzt Deutschland und Österreich da mal anschauen, wir haben in Deutschland einen Gesundheitsminister, nennt sich Lauterbach. Herr Dr. Strasser, wenn jemand in seinem Leben einmal ein fettstoffsenkendes Mittel propagiert hat, dafür für die Studie 800.000 Euro erhalten hat, bereits wusste, dass dieses Mittel schwere Nebenwirkungen bis Todesfolgen hat, seinerzeit mit dem Bayer-Konzern, würde der je wieder als Mediziner einen Fuß auf die Beine kriegen? Wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass gerade von Seiten vom Herrn Minister Lauterbach, aber von sehr vielen anderen Politikern wirklich Dinge behauptet wurden, die einfach nicht stimmen. Ich nehme nur ganz einfache Beispiele heraus. Am Anfang, wissen Sie, hat es geheißen, um Gottes Willen, da kommt ein ganz gefährliches Virus, viel, viel gefährlicher als die Grippe. Man hat geschätzt, dass da bis zu mehreren Prozent der Infizierten sterben. Man hat schon im Jahr 2020 gewusst, dass das nicht stimmt, dass die Zahlen übertrieben ist. Von allen Anfang an war die Corona-Pandemie vergleichbar mit einer schweren Grippewelle. Das ist mittlerweile State of the Art.
Und gerade der ehemalige Chef der AGES, der ehemalige Chef der Bundesagentur für Gesundheit in Österreich, hat vor einem Monat dezidiert gesagt, die Grippe ist gefährlicher als Corona. So, jetzt können Sie sich da zwei Sachen aussuchen. Jetzt hat man behauptet, Corona ist viel gefährlicher als Grippe. Stimmt nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben jetzt 100 Jahre lang die Grippe bagatellisiert, verharmlost, oder aber wir haben Corona übertrieben, weil wir jetzt auf einmal bei Corona Maßnahmen gemacht haben, die wir bei der Grippe nie gemacht haben. So, wenn das also in etwa vergleichbar ist, kein so großer Unterschied, wie man behauptet, warum hat man dann jetzt ausgerechnet bei Corona Grippe, also nicht Grippeinfo, sondern Lockdowns gemacht, Schulen geschlossen, Wirtschaft runtergefahren? Warum hat man auf einmal Zwangsimpfungen einführen wollen, überall etc.? Das hätte man bei der Grippe auch tun können, haben aber nie gemacht. Dann das Nächste, was man gemacht hat, man hat in Deutschland, Österreich die Leute getestet bis zum Umfallen. Österreich hat sich immer als Testweltmeister gerühmt und allein Österreich hat nur für die Corona-Tests 4 Milliarden Euro ausgegeben. Nur für Corona-Tests. So, was hat man gemacht? Man hat die Leute getestet, man hat gesagt, die Leute sind infiziert. Und was hat man dann gemacht? Man hat sie in Quarantäne geschickt, 2 Wochen. Stellen Sie sich vor, Herr Weber, Sie kommen zu mir mit brennenden Haaren, mit Schmerzen, mit Blut im Haaren. Ich stelle einen Harnwegsinfekt fest und dann sage ich Ihnen, und jetzt gehen Sie mal 2 Wochen heim, dann warten wir, was rauskommt. Was tun Sie? Sie gehen her und sagen, ob ich verrückt bin, weil ich Sie nicht behandle, wenn ich etwas diagnostiziere. Genau das haben wir aber bei Corona gemacht. Wir haben die Leute zu Hause gelassen, wo es mittlerweile über 2000 Publikationen gibt, welche Medikamente helfen, die Sterberaten senken etc. Das hat man nicht gemacht. Und jetzt lese ich Ihnen nur einen Brief vor der Ärztekammer Salzburg vom Oktober des letzten Jahres. 2 Sätze. Aus den Salzspitälern, die sind die Salzburger Spitäler, wird mitgeteilt, dass die meisten der ausschließlich wegen Covid-19 stationären Patientinnen lediglich wegen mangelnder Versorgung im häuslichen Umfeld aufgenommen werden. Das heißt, die Ärztekammer Salzburg hat im Oktober festgestellt, nur deswegen sind so viele Leute mit Corona im Krankenhaus, weil sie zu Hause nicht behandelt werden. Erste Aussage, offiziell von einem Schreiben der Ärztekammer. Und der zweite Satz: Aus diesem Grund ersuchen wir Sie, wann immer möglich, die Betreuung auch von Covid-Patientinnen im häuslichen Umfeld zu unterstützen. Das heißt, die Ärztekammer Salzburg bettelt die Ärzte, behandelt bitte die Covid-Patienten zu Hause. Und ich sage Ihnen eins, und ich sage das auf allen Vorträgen, die ich mache, auf Büchern, dieses Schreiben der Ärztekammer ist in meinen Augen die ultimative Bankrotterklärung der Corona-Politik der letzten Jahre. Wir haben die Leute, wie sie infiziert waren, krank waren, zu Hause im Stich gelassen. Wir haben sie nicht behandelt. Wir haben zugeschaut, wie sie schwer krank werden, wie sie in die Krankenhäuser müssen, wie sie sterben. Und im Jahr 2022 bettelt jetzt die Ärztekammer, die Ärzte, bitte, 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 behandelt doch die Covid-Patienten zu Hause. Ich hätte mir das seit meiner Ausbildung als Arzt nie vorstellen können, dass sowas einmal passiert. Aber es ist passiert, leider. Und dann noch etwas Kurzes zu den Impfungen. Da sage ich nur ganz kurz, jeder sieht es in seinem Umfeld, in seiner Familie, in seinem Beruf, dass das alles, was man gesagt hat, dass die Impfung super funktioniert und dass die Impfung keine Nebenwirkungen hat, hin und vorn nicht stimmt. Wir wissen alle, dass die Impfung nicht schützt vor Infektion, dass man andere ansteckt, schützt auch nicht vor schweren Verläufen. Und wir wissen alle, dass es sehr, sehr viele schwere Nebenwirkungen gibt. Allein in Deutschland hat ja eine Anfragebeantwortung ergeben, dass im letzten Jahr nur von den Kassenärzten 2,5 Millionen Menschen wegen Impfnebenwirkungen behandelt wurden. Nur in Deutschland. 2,5 Millionen. Und wenn Sie dann die anderen dazu rechnen, die Privatärzte, Krankenhäuser, Ambulatorien, sind es 2,5 bis 3 Millionen. Das sind gigantische Zahlen. Und von den offiziellen Zahlen, die Sie über Impfnebenwirkungen in den Medien und von der Politik hören, das ist nur die ganz, ganz kleine Spitze des Eisbergs. Wir haben durch die ganzen Corona-Maßnahmen unheimlich viel Leid erfahren. Und der Dekan von Ziller hat das wunderbar formuliert. Wir haben durch die Corona-Maßnahmen nicht nur eine Schuldenkrise, da sind jetzt hunderte Milliarden rausgeblasen worden, völlig sinnlos, sondern wir haben auch eine massive Schuldkrise. Durch das, was passiert ist, haben sehr, sehr viele Leute in den letzten Jahren Schuld auf sich geladen und das alles muss aufgearbeitet werden, genau wie es der Herbert Kickl sagt. Das Thema Schuld auf sich geladen, alleine der Corona-Fonds der EU sind über 800 Milliarden, der verteilt wird. Die Bundesrepublik Deutschland liegt damit 1,2 Billionen, also das sind schon Größenordnungen, die sind noch nicht mal von 2 Generationen aufzuarbeiten. Thema, die Lockdowns sind alternativlos. Gerald, Lockdowns alternativlos?
Wir haben in unserem Buch, und die Schwobler hatten doch recht, 18 Narrative der Systemparteien und der Systemmedien widerlegt. Das Buch ist so aufgeteilt, dass wir immer zuerst das Narrativ erwähnen, das vorgegeben wird, wie zum Beispiel jetzt, Lockdowns sind alternativlos. Das sagt das System. Das sind die Systemmedien. Ja? Und wir versuchen das anhand von wissenschaftlichen Fakten darzulegen. Bei 18 Themen, ja, bei 18 Themen. Deswegen ist das hochinteressant. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das für die Nachwelt alles dokumentiert. Ich habe ja im österreichischen Parlament seit 2,5 Jahren darauf hingewiesen, dass die Narrative des Mainstreams, der Systemparteien, nicht stimmen. Wie Dozent Strasser schon gerade darauf hingewiesen hat, die Impfung schützt weder vor einer Infektion, noch vor der Weitergabe des Virus, noch vor einem leichten, noch vor einem schweren Verlauf und überhaupt nicht vor Todesfällen. Das sind die wissenschaftlichen Fakten. Und jetzt ein Narrativ war, Lockdowns sind alternativlos. Das stimmt nicht. Wir haben also im Buch unter anderem aufgezeigt, dass Schweden nie einen Lockdown hatte. Und in Schweden wurden auch die Schulen, die Grundschule und die Sekundarstufe 1 bis 14 Jahren nie geschlossen. Wir in Österreich hatten zur selben Zeit, beim selben Virus, 152 Schließtage. In Schweden, ohne Lockdown, wurde die Wirtschaft ja wesentlich weniger zerstört als in Österreich. Der Vergleich macht uns da sicher. Die Verschuldung Schwedens in Relation zum Bruttosozialprodukt in Schweden liegt bei ungefähr 35%, während die Verschuldung in Österreich, auch aufgrund dieser desaströsen Corona-Politik, wo Geld nicht mit zwei Händen, sondern mit mehreren Händen, so wie in Deutschland, beim Fenster hinausgeworfen wurde, über Verschuldung aufgenommen werden musste, das kein Mensch mehr unter Anführungszeichen zurückzahlen kann. Die Europäische Zentralbank mit ihrer Erfüllungsgehilfin Christine Lagarde hat Geld ohne Ende gedruckt, ja, um diese ganze desaströse Corona-Politik zu finanzieren. Wir haben allein in Österreich, lieber Peter Weber, in Österreich 43 Milliarden Euro für Corona-Hilfen ausgegeben. Und diese Corona-Hilfen für Betriebe, die behördlich geschlossen wurden, diese Hilfen wurden sozial ungerecht, unfair verteilt. Die kleinen Betriebe hat man überwiegend bei ausgestreckter Hand verhungern lassen und die Großbetriebe hat man im Wesentlichen zu Tode gefüttert. Und wenn man jetzt die Behauptung aufstellt, die der Mainstream und die Systemparteien immer gesagt haben, Lockdowns sind alternativlos, bitte schaut nach Schweden. Hat nie einen Lockdown, dasselbe Virus und in Relation bezogen auf Österreich weniger Todesfälle. Ja, und neue Wortfindungen wurden auch kreiert dazu. Es gibt jetzt die Begriffe Sondervermögen. Also nicht nur im Wehretat in Deutschland, sondern auch was hier die Corona-Hilfen angeht, die werden über Sondervermögen finanziert. Ich dachte immer, Vermögen wäre auf der Habenseite, aber gut, so kann man sich täuschen. Die Frage an den Mediziner. Die Impfstoffe sind bestens getestet. Covid-19-Impfstoffe sind unbedenklich. Die Impfstoffe wirken sehr, sehr gut. Nun gibt es in Deutschland eine Dame, die ist mit für die Zulassung zuständig. Das ist die Frau Susanne Wagner seit über 30 Jahren. Frau Susanne Wagner hat sich für die Zulassung von pharmazeutischen Produkten. Frau Susanne Wagner hat sich sehr kritisch geäußert in der Welt und sagte, die Impfstoffe sind ein gentherapeutisches Serum. Und wir wissen noch nichts über die mittelfristigen und langfristigen Schäden, die entstehen können. Das hat natürlich nicht die Öffentlichkeitswirksamkeit gefunden, die es hätte finden müssen. Es war immerhin in der Welt am Sonntag. Aber, Herr Dr. Strasser, sie wirken, sie sind getestet und sie wirken sehr gut. Tja, was sagt der Mediziner? Steht alles im Buch. Die durchschnittliche Dauer für die Entwicklung eines Medikaments beträgt um die 13 Jahre. Warum dauert das so lange, bis ein Impfstoff, ein Medikament entwickelt worden ist? Weil man mehrere Stufen hat, mehrere Sicherheitsstufen. Und ich lese hier nur etwas vor zum Impfstoff. Zum Impfstoff für BioNTech/Pfizer. Ich habe das vom Professor Bakti bekommen und recherchiert und es stimmt tatsächlich. Im Jänner 2021 hat Pfizer bei der australischen Regierung Daten vorlegen müssen über die vorklinischen Studien, also über die Studien, bevor man das am Menschen getestet hat. Und da steht zur pharmakologischen Sicherheit ein einziger Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. No safety pharmacology studies were conducted.
Es wurden keine pharmakologischen Sicherheitsstudien durchgeführt. Das heißt, normalerweise dauert es Jahre, Jahrzehnte. Pfizer hat bis zur bedingten Zulassung nicht einmal 10 Monate gebraucht. Muss man sich vorstellen. Und das ist nur gegangen, weil man Sicherheitsstufen übersprungen hat, weil man das eben nicht getestet hat, weil man eben nicht diese Daten hat, nicht diese Langzeitdaten. Und im Endeffekt, und das ist ja auch Faktum, die Firma Pfizer, Moderna, alle haben ja noch Jahre Zeit, diese Daten nachzuliefern. Warum? Weil wir das nicht getestet haben, bevor die Impfstoffe bedingt zugelassen worden ist, jetzt feststellen. Das heißt, ich sage es jetzt einmal ganz überspitzt formuliert, das wird derzeit alles am Menschen getestet. Wir wissen überhaupt nicht, immer noch nicht, wie das alles genau wirkt, was es für Folgen hat, für Langzeitfolgen etc. Also nur zur Testung. Das nächste, was wichtig ist, die Impfstoffe enthalten sogenannte Lipid-Nanopartikel. Die sind so kleine Fette, die die mRNA umhüllen, damit sie im Körper transportiert wird. Diese Lipid-Nanopartikel, die kann man im Beipacktext nachlesen, die sind von den Herstellern nicht empfohlen und zugelassen für die Anwendung am Mensch oder Tier. Muss man sich vorstellen. Aber im Rahmen der Impfstoffe wurden sie von der EMA bedingt zugelassen. So, jetzt hat man im letzten Jahr Mäuseversuche gemacht, nur mit diesen Lipid-Nanopartikeln. Da hat man gesehen, dass das schwerste Entzündungen macht und in bestimmten Testreihen sind die Mäuse reihenweise gestorben. Nur von den Lipid-Nanopartikeln. So, und dann wundert man sich jetzt, wo man das alles nicht genau getestet hat, wo man eben keine Langzeitdaten hat, wo man anhand von ein paar tausend oder ein paar zigtausend Leuten das getestet hat, wo man das jetzt weltweit einsetzt. Und jetzt wundert man sich, wenn man auf einmal sieht, holla, diese Impfungen wirken ja bei weitem nicht so gut, wie wir gedacht haben. Und holla, holla, da sehen wir jetzt ja auf einmal unheimlich viele Nebenwirkungen. Das ist ja genau das, was jetzt passiert. Es wird zwar oben in der Blase der Regierungspolitik und der Politik und der Medien immer noch gesagt, ja, da passiert nicht so viel, sind nicht so viele Nebenwirkungen. Aber reden Sie einmal mit Leuten. Wenn Sie irgendwo zusammen sind, die Leute sprechen von ihren Familien, Freunden, Kollegen, die Leute reden, der ist dort gestorben, dem geht es da nicht gut. Um Gottes Willen, mein Sohn, der hat jetzt zur Zeit die Impfung ganz schwere Probleme. Die Leute wissen das, die reden das. Und weil die Leute in ihrem täglichen Leben feststellen, was durch die Impfungen passiert ist und wie sie eben nicht wirken, wie die Leute trotz Infektion krank werden, ständig ausfallen etc., weil das eben sich herauszeigt, weil die Leute das merken und sich das nicht mehr deckt mit dem, was in den Medien berichtet wird, haben die Leute komplett das Vertrauen auch in die Politik und in die Medien verloren. Also ich erlebe von Seiten meiner Patienten und der Leute, mit denen ich rede, einen Vertrauensverlust. Mir sagen die Leute, ich glaube denen sowieso gar nichts mehr, weil das alles nicht stimmt, was gesagt wurde. Ja. Ist natürlich auch sehr gefährlich. Das muss man ja so sehen. Ist sehr gefährlich. Das ist kontraproduktiv, gerade was wichtige Impfungen auf anderen Gebieten angeht. Ich gehe davon aus, Sie sind jetzt derjenige, der nicht sagt, also andere Impfungen sollte man nicht tun. Also meine Person zum Beispiel FSME. Ich bin viel im Wald unterwegs gegen Hirnhautentzündung, Masern und das sind ja alles getestete Medikationen, die man ja durchaus verwenden kann. Jetzt an den Politiker eine Information. BioNTech ist ja nun bekannt. BioNTech Pfizer sitzt hier bei uns in Deutschland in Mainz. Gerald, die neueste Information, BioNTech verlegt seine Krebsforschung von Mainz nach Großbritannien. Peter, was mich da vor allem beunruhigt, sind die Deals zwischen der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und den Pfizer-Chef Burla. Mittlerweile ermittelt ja das Europäische Parlament die Staatsanwaltschaft wegen völliger Mangel an Transparenz und Verantwortlichkeit. Laut Medienberichten wurde wegen eines privaten Deals zwischen von der Leyen und Burla 1,8 Milliarden Impfdosen für ca. 35 Milliarden Euro angeschafft. Ich wiederhole es noch einmal. Van der Leyen und Pfizer-Chef Burla haben sich privat über WhatsApp und so weiter ausgetauscht und haben vorbei an sämtlichen staatlichen Organisationen, möglicherweise vorbei auch am Europäischen Parlament, in einem privaten Deal, bitte, muss man sich einmal vorstellen, 1,8 Milliarden Impfdosen um 35 Milliarden Euro bestellt. Unfassbar. Die Konsequenz daraus war, dass die europäischen Staaten sowie Österreich private Abnahmeverträge mit der Europäischen Kommission abgeschlossen hat. Und jetzt sage ich Ihnen eine unvorstellbare Zahl. Wir in Österreich haben 9 Millionen Einwohner. Bis zum Jahr Ende 2023
bezieht Österreich sage und schreibe 70 Millionen Impfdosen. 70 Millionen Impfdosen und muss, obwohl wir bereits 27 Millionen Impfdosen verschenkt haben, Deutschland wird ähnliche Zahlen haben, und noch 20 Millionen Impfdosen auf Lager haben, müssen wir aufgrund dieser Abnahmeverpflichtungen, weil von der Leyen mit Pola diesen Privat, unter anderem diesen privaten Deal abgeschlossen hat, mit allen bitte sonstigen weiteren Konsequenzen, die die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil nämlich keine Transparenz vorliegt, weil nämlich scheinbar alle Textnachrichten nicht mehr auffindbar sind. Das kennen wir von der österreichischen Politik her, nicht mehr auffindbar. Das ist also ein tiefes, schwarzes Loch. Wirklich ein Deep State, wo also wirklich konsequent ermittelt werden muss und wo auch diese Personen politisch zur Verantwortung zu ziehen sind. Und das schockiert mich. Also wie einige wenige Personen für quasi die Menschheit solche Deals überhaupt abschließen können und uns in Impfungen unter Anführungszeichen hineinzwingen können. Es gibt ja auch ein Schreiben, der Dozent Strasser hat es ja auch bekommen, vom offiziellen Land Tirol, wo festgehalten wird, dass Personen über 65 Jahre, lieber Dozent, bitte zitiere dieses Schreiben noch einmal, über 65 Jahre alle 4 Monate eine Impfung erhalten sollen. Ist ja klar, man muss ja diese 70 Millionen Impfstoffe in Österreich weiterbringen. Aber wenn ich alle 4 Monate geimpft werde, ist das ja keine Schutzimpfung, das ist ja eine Therapie. Und das Ganze ist nur mehr absurd. Die Absurdität besteht darin, dass mittlerweile einige wenige eine weltweite Politik machen, weil sie auch eine Weltregierung unter Anführungszeichen anstreben, weil sie immer mehr Kompetenzen aus der nationalstaatlichen Kompetenz entziehen wollen, auf höhere Ebenen, EU und WHO und sonstige Ebenen verlagern wollen, wo man keine demokratische Kontrolle mehr hat und wo also die gewählten Mandatare vollkommen überholt werden. Es ist eine fatale, desaströse Politik und Gott sei Dank wacht die Bevölkerung auf. Ja, Herr Dr. Strasser, Ihnen wurde der Ball zugespielt, die Auszüge kurz vorzulesen. Ich darf es kurz vorlesen. Ja. Schreiben, das ist der Impfletter des Landes Tirol vom 7. Oktober 2022. Ja, also kein Schwobler, nicht erfunden. Ich lese nur einen Satz vor. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Personen ab 60 Jahren nach der 4. Impfung alle 4 Monate eine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen wird. Schreibt das Land Tirol an die Ärzte in Tirol, sprich, ab 60 soll jeder alle 4 Monate eine Impfung bekommen. Ich sage Ihnen nur eins, wenn ich diese Schreiben nehme und meinen Patienten zeige oder in Vorträgen zeige, dann ist die Reaktion immer dieselbe. Die haben ja alle nur mal einen Vogel. Und das ist der Brief, den jeder versteht, dass das hinten und vorne nicht funktioniert. Wieso soll sich jemand mit einer Impfung, die super funktioniert, alle 4 Monate impfen lassen? Können Sie mir das erklären? Können Sie mir sagen, wie das funktionieren soll? Das ist das ultimative offizielle Eingeständnis, dass die Impfung, ich sage es jetzt einmal auf Tirolerisch, für Arsch und Friedrich ist, ganz böse formuliert, wenn Sie mich verstehen. Bitte das diesen Ausdruck zu entschuldigen. Okay. Ich habe Sie verstanden. Aber lassen Sie mich kurz auf den Impfstoff. Es ist ja so, selbst nach den neuesten Erkenntnissen liegen keine Primärdaten vor. Primärdaten sind ja notwendig, um wissenschaftlich den Impfstoff beurteilen zu können. Dann ist es auch so, die Hersteller sind haftungsfrei gestellt worden. Jetzt sind sie nun selber seit langen Jahren praktizierende Mediziner. Sie sind viel unterwegs, sie halten Vorträge. Aber ist es nicht einzigartig, diese Haftungsfreistellung? Wie gesagt, jetzt der Punkt ist einfach der, und das, was mich fasziniert ist, die Firmen, die behaupten ja gar nicht einmal, dass das alles so super funktioniert. Behaupten, wie toll das funktioniert, macht die Politik und die Medien. Pfizer hat zum Beispiel, BioNTech hat ja im letzten Jahr einen Bericht an die Börse abgegeben, an die amerikanische Börsenaufsicht. Da schreibt BioNTech ganz offen, dass es besteht das Risiko, dass wir nie nachweisen können, ob die Impfung wirkt oder sicher ist. Das heißt, BioNTech sagt, wir können jetzt derzeit nicht sagen und vielleicht können wir das nie beweisen. Das heißt, BioNTech und die großen Pharmafirmen, die machen das ganz einfach. Die sagen jetzt, ja, wir haben ja gesagt, dass es nie getestet wurde. Wir haben ja nie behauptet, wie toll das wirkt. Das haben wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, andere dann gemacht. Wie gesagt, jetzt, warum sie das gemacht hat, ist eine andere Aussage. Aber der Punkt ist der, mir fällt da ein altes Sprichwort und bitte auch diese Ausdrucksweise zu entschuldigen, aber ich glaube, das versteht jeder.
Das alte Sprichwort lautet, die Scheiße fällt immer von oben nach unten. So, und was passiert jetzt? Die Pharmafirmen produzieren den Impfstoff, geben das weiter an die EU. Die EU gibt es weiter an die Nationalstaaten. Und die Nationalstaaten, was machen die? Die geben das weiter dann an andere Gemeinden und an die Ärzte. Was jetzt passiert in Österreich, und das passiert auch in Deutschland, ist, dass jetzt auf einmal immer mehr Patienten die Ärzteklagen anfangen. Warum? Weil der Minister Rauch das schon im letzten Jahr in einer Anfragebeantwortung von Gerald Hauser gesagt hat, ja, wenn die Patienten nicht entsprechend aufgeklärt wurden, richtig, wie das wirkt und wie es nicht wirkt und über die Risiken, dann trägt der Impfarzt natürlich das Haftungsrisiko. Das heißt, was jetzt passiert ist, es werden sich, und das ist meiner Meinung nach die nächste große Sauerei, es werden sich die Politiker und die Firmen abputzen, letztendlich an den Ärzten, weil, und da wird jeder sagen, der hat geimpft und der ist schuld. Und das ist eine Gemeinheit, muss ich sagen, weil man hat den Ärzten auch eingeredet, wie toll die Impfung wirkt, die haben sich auf das verlassen. Aber ich kann Ihnen sagen, so wie sich herausstellt, sind die Ärzte verlassen. Auch die Ärzte sind sehr betrogen worden die letzten Jahre. Ja, wir werden es weiter verfolgen. Und liebe Zuschauer, die Schwurbler hatten doch recht. 18 Kapitel. Die letzte Überschrift lautet, Gerald, wir haben das beste Gesundheitssystem. Ja. Wäre wünschenswert, ist das, was wir uns alle wünschen. Das ganz knackig auf den Punkt gebracht, durch diese desaströse Corona-Politik der letzten 3 Jahre wurden immense Geldsummen zweckentfremdet, überwiegend zweckentfremdet, beim Fenster hinausgeschmissen. Noch einmal ein paar Zahlen. 4 Milliarden Euro alleine für Testungen in Österreich, ohne Konsequenz. Ich möchte jetzt, es wäre ein eigenes Kapitel, darüber nachzudenken, ob diese Testungen überhaupt valide waren, etc. Das ist ein eigenes Thema, Peter. Vielleicht haben wir die Chance, weiter zu reden. Für Corona-Hilfen wurden alleine 43 Milliarden Euro Gelder verteilt, ohne Kurzarbeit und so weiter. Das heißt, gigantische Geldsummen hat das System einigen wenigen in den Rachen geschmissen. Ja? Und die Bevölkerung wurde in letzter Konsequenz A, nie gefragt und B, für wirklich wichtige Sachen wie das Gesundheitssystem über die Pflege hatte man und hat kein Geld. Mit der Konsequenz, dass jetzt in Österreich immer mehr Betten in Krankenhäusern, weil Personal, Ärzte, Pflegekräfte, Krankenschwestern fehlen, werden zugesperrt. Es fehlt hinten und vorne. Mit der Konsequenz, dass wir momentan ein Gesundheitssystem haben, das selber ein maximaler Patient ist. So, die ärztliche Versorgung ist in vielen Bereichen überhaupt nicht mehr sichergestellt. Wenn ich jetzt ein Beispiel bringe mit der zahnärztlichen Versorgung in Tirol. Die Zahnambulanz wird möglicherweise in der Nacht zugesperrt. Das heißt, wenn ich jetzt am Wochenende Zahnschmerzen bekomme, ist man früh auf die Ambulanz hingefahren, jetzt soll diese mit Ende Jänner zugesperrt werden. Ja? Welche Konsequenz hat das? Ich muss mit meinen Zahnschmerzen unter Anführungszeichen leben, weil das politische System, die Krankenkassen 300.000 Euro nicht aufbringen wollen. Was sind 300.000 Euro? Die wurden beim Fenster hinausgeschmissen. Nur in den letzten Vergleich. Allein für die Sicherung des Luftraumes über Vorarlberg und Tirol gibt das österreichische Verteidigungsministerium, ÖVP-Minister Danner, im Jahr 2022, ich habe das offiziell auch in einer Anfrage angefragt, und mir wurden nur die variablen Kosten des Einsatzes des österreichischen Bundesheeres genannt. Nur Variablen, es ist ja sowieso unseriös, man müsste sagen, wie viele Personen sind da beschäftigt, was kostet das und so weiter und so fort. Aber zugegeben, in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung für ein privates Treffen, das letzte Woche in Davos stattgefunden hat, wo sich die Mächtigen dieser Welt treffen, ja, für die Geld scheinbar überhaupt keine Rolle spielt, bei Milliarden werden so behandelt wie für den normalen Menschen ein Euro und so weiter, hat die österreichische Regierung über das Verteidigungsministerium 1,2 Millionen Euro ausgegeben, nur um diesen Luftraum für eine private Veranstaltung zusätzlich abzusichern. Unfassbar. Und auf der anderen Seite ist man nicht bereit, 300.000 Euro für die Aufrechterhaltung einer Ambulanz zur Verfügung zu stellen. Also, es kracht hinten und vorne, weil die letzten Jahre das Geld zweckentfremdend mit mehreren Händen beim Fenster hinausgeschmissen wurde und einige wenige dabei goldene Nasen verdient haben. Und diese Politik ist abzuwählen. Und noch etwas. Wir haben bereits im ersten Buch, damals mit Herbert Kickl,
gefordert. Plan B der Freiheitlichen Partei. Das bedeutet rechtzeitige medikamentöse und medizinische Behandlung. Und hätte man das umgesetzt, das heißt, hätte man einen Covid-positiven Patienten nicht zu Hause weggesperrt und eingesperrt und vorbeigekommen ist nämlich nicht der Arzt, was ja üblich ist, bei der Grippe kommt der Arzt, wenn ich zu Hause bin. Bei uns ist die Polizei vorbeigekommen und hat nachgeschaut, ob der Covid-positive wohl zu Hause ist. Das heißt, man hat die Patienten alleine gelassen, anstatt sie rechtzeitig medizinisch zu behandeln. Hätte man diesen Plan B umgesetzt, dann hätte man 70-80% der Corona-Toten und jeder Einzelne ist einer zu viel, verhindern können. Auch da liegt ein fürchterliches Versagen des Systems vor, das nur ein Mantra kannte. Und dieses Mantra haben die Systemparteien im österreichischen Parlament mir immer um die Ohren gehauen, als ich mit meinen Tafeln, mit meinen Argumenten zum Rednerpult hingegangen bin und gesagt habe, bitte, das ist ja falsch, schaut euch einmal die Fakten an. Dann haben die Nachredner, sind raus zum Rednerpult und haben das Mantra des Systems, der Systemparteien, der Systemmedien gepredigt, impfen, impfen, impfen. Das ist falsch. Hat das Gesundheitssystem ruiniert, hat viele Menschen ruiniert, hat die Wirtschaft ruiniert und hat fatalste Kollateralschäden verursacht. Beginnen bei Selbstmorden bitte von Kindern, die mittlerweile viele von Pharmazeutika abhängig sind, weil sie diesen ganzen physischen Druck nicht mehr aushalten, bis hin zu den alten Menschen im Pflegeheim, den Altenheimen, die man nicht mehr besuchen konnte, wo man tatsächlich diesen Menschen Lebenszeit gestohlen hat. Eine fatale, desaströse, maximal abzulehnende Politik, wo auch eine juristische Aufarbeitung folgen muss. Liebe Zuschauer, Sie haben es gemerkt, dieses Thema befasst uns und mit der Verkündung, die Pandemie wäre vorbei, ist es nicht getan. Die Dinge müssen aufgearbeitet werden, dieses Buch hilft dazu und die Schwurbler hatten doch recht. Wir haben uns unterhalten mit dem österreichischen Politiker der FPÖ und Abgeordneten Nationalrat Gerald Hauser und wir haben uns unterhalten mit dem Arzt und Mediziner Dr. Hannes Strasser. Ich bedanke mich für das Interview und liebe Zuschauer, es lohnt sich und die Schwurbler hatten doch recht. Die Bezugsquellen blenden wir ein. Danke dir, Herrn. Entschuldigung. Danke, lieber Peter, danke. Was ich noch hinzufügen darf, da sind wir wirklich stolz, der Hannes Strasser und ich, dass jetzt auch unser Buch über Haller Meinung auch käuflich zu erwerben ist. Das ist eine wirklich großartige Auszeichnung für uns beide. Lieber Peter, Dankeschön und ein riesengroßes Kompliment an deinen Sender. 1 Million Mitglieder, sensationell. Und ich sage immer, gemeinsam müssen wir stärker werden. Vergesst Gott für alles. Alles Gute, alles Liebe. Liebe Grüße nach Österreich. Alles Gute, ja. Dankeschön.